Hallo und herzlich willkommen hier auf Barfußlaufen TV. Mein Name ist Thorsten Ludwig. Design and Tested in Yorkshire in England und ich glaube, die Stadt heißt Richmond und genau so heißt auch der Schuh. Das neue Modell von Freed aus England, die wir seit einigen Jahren bei uns im Programm haben, sehr erfolgreich verkaufen, und zwar das Modell Richmond. So eine Art Desert Boot ist ja ein Schuh, den schon vor 40, 50 Jahren kam so aus dem Militärbereich. Im Zweiten Weltkrieg haben die englischen Soldaten in der Wüste in Afrika diese Art Schuhe getragen. Ich glaube, Clarks war damals derjenige, der die Schuhe geliefert hat. Und das ist praktisch ein Schuh, der ähnlich aussieht, einen etwas anderen Farbton hat, und zwar das Modell Richmond. Aber um diesen Schuh hier soll es gar nicht gehen, sondern es geht um diesen Schuh, das ist nämlich das Gegenstück, der linke. Also ich habe ihn gerade am Fuß gehabt und habe dann nachher auch noch einiges zu sagen. Warum ich ihn jetzt ausziehe, das sage ich nachher auch, aber jetzt geht's erstmal los, gleich nach dem Intro. So, das sind sie also, die beiden Modelle der Richmond. Die stellen wir mal vorne hin, dann ist er schön im Bild. Und das ist das Modell, um das es jetzt geht, beziehungsweise was ich euch vorstellen möchte. Und wie immer fangen wir natürlich von unten an. Schon oft genug erwähnt, die Sohle von Freed. Altbekannt, schön mit Profil. Es gibt ja zwei Sohlen, Typen, soll man Typen sagen? Ja, ich glaube schon. Und zwar einmal die so ein bisschen mehr casual-mäßig ist. Da sind die Rauten oder die Dreiecke ein bisschen näher aneinander. Und dann gibt es ja den Rugged-Bereich, wo man also wirklich auch mit draußen Outdoor gehen kann. Und da sind die Rauten etwas weiter auseinander, damit, wenn man durch den Schmutz geht, sich auch der Dreck besser lösen kann. Ich habe den Schuh ja gerade angehabt. Wir bekommen ja von den Schuhherstellern seltenst Informationen über, eigentlich gar nicht, Informationen über die Weite. Alle Weitenangaben, die wir bei uns auf der Webseite geben, das sind so Weitenangaben. Ich glaube, wir können das ganz gut einordnen und ich würde diesen Schuh einordnen als extra weit. Weit, extra weit mit Tendenz zu extra weit, also eine richtig schöne, große, breite Toebox hier vorne. 10 Box. Warum habe ich den Schuh jetzt rausgezogen? Ich hatte ihn ein paar Minuten heute an und noch etwas länger vor ein paar Tagen, als ich ein anderes Video gemacht habe. Der Schuh ist, also meiner Meinung nach fällt dieser Schuh richtig gut aus. Mir ist er zu klein, weil er tatsächlich auch zu klein ist. Das heißt, wir haben hier Schuhgröße 45, 46 und 47 konnte leider nicht geliefert werden. 45 habe ich angehabt, 45 ist mir ein bisschen zu klein. Und das bedeutet, der Schuh fällt im Grunde richtig aus. Ich empfehle ja häufig bei Freed, dass man die Schuhe eine Nummer größer nehmen soll. Aber den hier kann man tatsächlich, wenn man seine Füße richtig gemessen hat, in der Schuhgröße nehmen, die man gewohnt ist zu nehmen. Das heißt, bei Mondo Point 6,6 mm pro Größe, ich habe 30 cm lange Füße und da passt der Schuh in Größe 46 sicherlich gut. Größe 45 war ein bisschen zu klein. Das Innenfutter ist ein ganz herkömmliches Innenfutter, da ist so wirklich nicht viel zu sagen. Es ist oben ein ganz klein bisschen verstärkt. Bei dunklen Farbtönen kann man es natürlich immer haben, dass bei durchgefärbten Leder, und das ist ein durchgefärbtes Leder, durchgefärbte Leder sind sehr gute Leder, das heißt, da ist nicht nur Farbe drauf geklatscht, was dann auch die Atmungsaktivität beeinträchtigt, sondern wirklich durchgefärbt. Und bei durchgefärbten Leder kann es natürlich sein, dass wenn man bisschen drin schwitzt, dass dann die Farbe abfärbt und man die nachher an den Füßen oder an den Socken hat, wenn sie weiß oder hell sein sollten. Deswegen einfach hier ein Abstandsgewirke rein, damit der Stoff auf Stoff oder auf Haut kommt und nicht das Leder. Die Innensohle ist herausnehmbar, wie bei, ich glaube, so ziemlich allen, ja, allen Freed-Barfußschuhen, aber schaut euch lieber die Videos an. Ich denke aber, so bei ziemlich allen Freed-Barfußschuhen wird die Sohle zum Herausnehmen sein. Damit hat man natürlich noch ein bisschen mehr Raum innen drin. Eine Sohle verkürzt den Schuh nicht, macht ihn aber unter Umständen ein bisschen enger, weil das Volumen weggenommen wird. Aber so eine Sohle isoliert natürlich auch, wenn wir draußen Temperaturen haben, wo man ein bisschen Isolierung braucht, dann ist das sicherlich eine sehr gute Geschichte.
Das Obermaterial ist ein Nubuk-Obermaterial, wie gesagt, durchgefärbt. Wenn ich mir die Schuhe hier so von der Seite angucke, richtig schöne, stabile, große Leder, also kein Spaltmaterial, sondern ein richtig schönes, vollwertiges Leder. Ansonsten hat dieser Schuh erstaunlich wenig Nähte, hat also keine großen Verzierungen hier vorne, sondern wirklich nur, hier sind 1, 2, 3 Lederteile, die müssen natürlich angenäht werden. Und hier hinten haben wir auch die Kante bzw. die Ferse, die als Applikation nochmal draufgesetzt wird. Da haben wir natürlich Nähte und natürlich muss auch hier der Abschluss irgendwo genäht werden. Also da haben wir Nähte. Ja, warum Nähte? Warum sage ich das immer wieder oder betone immer wieder die Nähte? Selbst bei einem wasserabweisenden Material, wo Nähte sind, sind Löcher. Wo Löcher sind, geht auch mal Feuchtigkeit durch. Also das bitte natürlich beachten. Zur Pflege komme ich aber noch am Ende des Videos. Was ich immer schön finde bei den Schuhen, ist eine Wasserlasche. Eine Wasserlasche ist, dass die Zunge, in dem Fall gehört die Zunge sogar zu dem Obermaterial hier, ist im Grunde, also ist nicht extra angenäht. Bedeutet natürlich auch wieder, dass Nähte fehlen, ne, wenn das nicht extra angenäht ist. Das heißt, dieses Teil, die Zunge ist hier und das gehört im Grunde zum Obermaterial und hier ist eine Falte drin und diese Falte sorgt dafür, dass wenn Feuchtigkeit hier oben reinkäme, würde sie im Grunde hier gleich wieder rauslaufen und nicht direkt ins Schuhinnere gehen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Wasserabweisungstest. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Da sieht man sofort, wie es abperlt. Die Tropfen bleiben gar nicht drauf stehen. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Das bedeutet, der Schuh hat eine tolle Imprägnierung und ist ja wirklich, wirklich toll. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habt ihr ja gesehen, da sind die Tropfen ja sofort abgeperlt. Dennoch empfehlen wir natürlich immer ein Pflegemittel. Also sprüht diese Schuhe bitte immer ein, imprägniert diese Schuhe. Wenn man Schuhe einsprüht, das gilt für alle Schuhe, bitte nicht einsprühen, kurz bevor man rausgeht und draußen regnet es unter Umständen, dann würden sich die Poren öffnen, um das Pflegemittel aufzunehmen. Und wenn sich die Poren von Leder ist ein Naturprodukt, öffnen, dann hat natürlich auch die Feuchtigkeit die Möglichkeit einzudringen. Wenn der Schuhball wirklich ganz furchtbar aussieht, dann kann man ihn auch cremen. Dann wird allerdings Nubuk-Leder, mit Velour-Leder geht es nicht, aber Nubuk-Leder wird dann zu Glattleder. Kann man natürlich nicht wieder rückgängig machen. Das aber nur als Hinweis. Das heißt, sollte dieser Schuh irgendwann mal so aussehen, dass man sagt, naja, es sieht da wirklich nicht mehr schön aus. Man kann ihn, wie gesagt, in dem Fall nur sprühen. Vielleicht mal ein bisschen mit einer Velour- oder Nubuk-Bürste. Es sind so Raulederbürsten, gibt spezielle Raulederbürsten. Entweder die haben ein bisschen Draht in der Mitte, so wie bei uns, oder sie haben eine Kreppbürste. Also damit geht es dann natürlich auch. Aber wenn man das nicht mehr hinkriegt, kann man den Schuh eincremen und dann ist dieser Nubuk-Schuh allerdings ein Glattlederschuh. Ja, das soll schon gewesen sein. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Servus, ciao.